Daher genügt es auch nicht, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise irgendwie zu bewältigen, sondern es muss darum gehen, dass die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Erholung auch an unseren Klimazielen ausgerichtet werden. Denn wo auch immer auf der Welt, mehr und mehr bedroht der Klimawandel unsere Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen. Und die Antwort darauf kann nur eine umfassende Transformation sein, die eben auch die Luftfahrtindustrie betrifft. Und wie für andere Branchen ist Klimaneutralität für die Luftfahrt natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und man darf wohl zu Recht sagen, dass das wirklich auch disruptive Erneuerungen erfordert. Sei es beim Flugzeug selber, bei den Antriebstechnologien oder der Infrastruktur. Und das nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich, weil ja die Produktzyklen in der Luftfahrtindustrie sehr lang sind. Die Bundesregierung hat sich für eine ambitionierte Umsetzung der zweiten Richtlinie für erneuerbare Energien eingesetzt. Und Ziel ist es, eine steigende PTL-Kerosinquote von 0,5% ab 2026 aufwachsend bis auf 2% dann 2030 zu haben. Das heißt, mindestens 200.000 Tonnen nachhaltigen Kerosins sollen dann jährlich für den deutschen Luftverkehr produziert werden.